Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Legacy of Kain: Soul Reaver für die PlayStation 1, kurz nach dem Bossfight. Ich habe jetzt eine Macht bekommen, hätte ich gesagt. Ist jetzt nur die Frage, was macht die denn? Warte mal. Kann ich jetzt vielleicht seine, von wegen, ich gehe durch Wände Geschichte machen, oder wie sieht das hier aus? Oder muss ich dafür nochmal irgendwie was machen oder so? Ich habe jetzt natürlich zum Ende hin vom letzten Mal nicht aufgepasst, sondern immer nur so Folgenende, Folgenende, ja, Mittag. Aber, ja. Vielleicht hätte ich aufpassen sollen. Kamera, wenn du so willst. Die beiden gleichzeitig ist es auch nicht. An sich, warte mal, würde ich jetzt das Booklet konsultieren. Was steht da drin, wie man irgendwie das Zeug macht? Ich hätte auch beim letzten Mal einfach viel besser aufpassen sollen, wahrscheinlich, bevor ich dann eine Aufnahmepause mache, kurz nachdem mir wahrscheinlich erklärt werde, was da passiert. Die erworbene Fähigkeit ermöglicht es auf der spektralen Ebene, sonst überwindbare Hindernisse passieren, gehen sie. Ach so. Da war das Stichwort, meine Lieben. Das Stichwort lautet Spektralebene. Ui, erstmal. Wundervoll. Schön dadurch die Pausen. Die Sache ist, jetzt kann ich, wenn ich mich jetzt noch erinnern würde, wo ich hin muss, kann ich mit der Macht safe durch Dingens durch. Durch das Gitter, wo das Leben versteckt war. Also wo dieser Energiekristall versteckt war tatsächlich. Da würde ich doch mal sagen, gehe ich doch direkt mal hin. Vorausgesetzt, wie gesagt, ich finde den Weg. Also jetzt gerade hier ist es noch so ein bisschen unkoordiniertes vor sich hingejumpe. Hier hoch. Ist jetzt die Sache, kann ich überhaupt mit dem interagieren, mit dem Hebel auf der Ebene? Nee. Also mit der Welt interagieren funktioniert generell, glaube ich, einfach nicht. Außer man geht halt durch irgendwelche Sachen durch. Aber dann verwandle ich mich jetzt gerade mal nochmal zurück. Ist ja jetzt nicht das Thema. Nochmal die Nummer wieder. Okay. Ich hätte mir auch denken können, dass das auf der spektralen Ebene ist, aber weil wir ja wirklich schlicht und ergreifend nichts Körperliches an uns haben dann schon und dann halt trotzdem nochmal da durchgehen. Aber gut, wieder was gelernt. Was wir wahrscheinlich beim letzten Mal auch schon hätten lernen können tatsächlich, aber gut. Türchen. Ich muss irgendwie in dieses Gewässer kommen. Da komme ich ja, da werde ich ja eh spektralisiert. Ah, guck mal, das ist jetzt mittlerweile auch wieder aus. Muss irgendwie zu diesem Wasser. Und dann weiter runter, den Tunnel weiter runter und dann in diese beiden Höhlen rein. Und in den Höhlen befindet sich dann das Gesuchte. Jetzt ist nur die Sache, ich könnte vielleicht irgendwo, wohl das kommt auch noch später erst, ne, die Schnellreise. Oder kommt die mit dem Lift zusammen? Aufnahmepausen machen bei dem Ding ist aber auch anders wild, bin ich ehrlich. Also das ist tatsächlich relativ viel, was man sich dann merken muss. Gerade durch diese wirklich frühen Anfänge der Open World, ohne irgendwelche Indikatoren oder irgendwas, fühle ich mich ein wenig aufgeschmissen, aber das war damals so. Dass sich aufgeschmissen fühlen, das hatten wir alle. Warte mal, bin ich mit dem... Ich weiß erst nochmal mit dem Lift nach oben, ob ich da dann vielleicht irgendwie was verpasst habe oder so. Ich glaube, hier nach unten fahren und dann das Ding aktivieren war, glaube ich, der einzige Purpose von der ganzen Area hier, oder nicht? Das war, glaube ich, dieses nach unten fahren und dann konntest du da den Motor herstellen und dann musstest du wieder hoch und dann hat sich die Plattform bewegt, aber
Die bessere Frage ist, wo kam ich her? Hier ist kein Durchgang. Ach, genau gegenüber kam ich her. Hier sind Durchgänge. Gib mir das mal kurz, ich brauche das. Burn, Baby, Burn. Ist Burn, Baby, Burn, ist das von den Village People? Ne, oder Disco Inferno? Glaube ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Kehr zum Heiligtum der Clans zurück, Raziel. Durch welcher Seele hast du die Möglichkeit, dort hineinzugelangen? Doch nimm dich in Acht. Diese Ruine ist zwar verlassen, nicht aber unbewohnt. Ha. Nette Wortwahl. Verlassen aber nicht unbewohnt. Das merke ich mir für D&D. da unten. Das brennt jetzt wahrscheinlich wieder wie Hölle. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber ich würde hier gerne durch. So. Mit diesen Artefakten stärkst du dein Durchhaltevermögen und kannst deine materielle Manifestation länger aufrechterhalten. Sammle 5, um das Emblem zu vervollständigen und deine Kraft zu stärken. Classic Power-Ups. Okay, das wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal mitmachen. Und ansonsten halt da, wo diese Gitter waren, das macht Sinn. Gehen wir nochmal durch. Boah, ich hätte Bock auf ein Remake, ganz ehrlich. Also jetzt, wo man es dann selber auch nochmal wirklich komplett spielt und nicht nur so die ersten 5 Minuten und danach denkt, nein, das ist nichts für mich. Ist es schon grandios? Also jetzt noch nicht mal irgendwie Fortsetzung oder irgendwas, sondern wirklich den ersten Teil. Den zweiten habe ich gar nicht gespielt. Sollten wir irgendwann mal mit dieser Retro-Big dann doch bei der PlayStation 2 anlangen, würde ich sagen, gehen wir dann damit, aber... Okay, was bist du? Ich kann mich hier manifestieren, das werde ich jetzt auch mal tun. Aber was ist hier Phase, mein Freund? Kann ich mich hinknien? Ja. Das ist doch safe irgendwie ein Dungeon, ein Bonus-Level, irgendwie sowas. Also da geht doch safe die Klappe auf. Und dann kann man da irgendwie durch. Der hat auch versiegelte Augen und alles. Das ist schon ein bisschen creepy tatsächlich, aber gut. Habe ich das auch mal gesehen? Ab wieder in die Hölle. In die brennende Hölle des Wassers. Immer da durch die Posen. Ja, ihr seidet. Und dann irgendwie versuchen, den Weg zurück zum Tempel zu finden, ne? Ich weiß nicht, ob mir da vielleicht dann die Schnellreise helfen kann. Ich denke mal, ich werde sowieso an diesem Punkt irgendwann vorbeikommen. Aber dann wird normalerweise einer von den Punkten müsste doch theoretisch der Tempel sein, oder? Ich bin mir jetzt nur nicht genau sicher, welcher. Ansonsten kann ich die auch einfach mal alle durchprobieren. Ist ja nicht so, als würden die danach dann auf ewig zerstört sein oder so. Brauche ich die Tür, ne? Ja. Das heißt, da brauche ich Muskeln und Muskeln sind was Körperliches. Ich glaube zumindest, dass das so funktioniert. Open the door, please. Thank you. So, da ist schon mal eine Fackel. Hier ist der Schnellreisepunkt. So. Können wir wieder da draufstellen. Das ist, glaube ich, das anfängliche Ding. Dann kommt der, der ist nicht aktiv. Der könnte es sein, tatsächlich. Der wäre zumindest aktiv. Der ist nicht aktiv. Auch nicht. Auch nicht. Das sind sehr, sehr viele Punkte. Das macht mir schon so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ach du Heilige. Okay, das ist der Ursprungstempel. Das Ding ist schon nicht aktiv, warum auch immer. Dann versuchen wir den mal. Ah, die New Yorker U-Bahn.
Das ist das. Das erinnert mich übrigens alleine wegen diesen Kacheln, erinnert mich das immer daran, alleine schon wegen Max Payne. Diese ersten Max Payne Level, wo man in der U-Bahn-Station unterwegs ist, erinnern mich doch schon stark daran tatsächlich. So, jetzt ist hier die Frage, das ist auf jeden Fall ein Tempel, ich weiß nur nicht, ob es der richtige ist. Und ob hier schon diese Gitter waren. In die andere Richtung bin ich dann gegangen, ne? Ist nur die Frage von da oben oder komme ich hier durch die Türen jetzt durch? Ich hoffe durch die Türen. Weil dann hätten wir heute ja richtig Fortschritt gemacht. Komm, lauf nach oben, mein Freund, so. Zack. Da sucht jemand Streit. Aber ich kann ihn nicht killen. Die Fackel da, die ist... Ah, da kann ich ihn killen. Guck mal hier vorne hin, bitte. Ich find's auch geil, also jetzt im heutigen Standard, ne, wenn man sich so anguckt, Red Dead und sowas, Wundendarstellung und überhaupt, finde ich das hier auf jeden Fall vergleichsweise schon sehr, sehr krass, dass die dann einfach nur diesen Filter, der dann quasi farblich darüber gelegt ist und ansonsten wird's dann wieder zurückgesetzt, um diese Heilung zu symbolisieren, finde ich als Mechanik für damalige Zeit schon smart. Generell so diese ganzen Mechaniken auch, so dieser Nebel, der sich dann lichtet, um die, ums Rendering, um die Renderdistanz so ein bisschen zu verkürzen, das ist alles sehr, sehr cool. So, diese Relikte grauer Vorzeit. Aus der Gaming-Geschichte. Ja. Kann man. Hier ist halt gar nichts mehr, ne, was ich euch irgendwie. Außer eine Tür. Die kann ich euch entgegenstellen. Hier ist ein Stab. Auf jeden Fall schon mal actionreich, ja? Ja, okay, ich schmeiß weg, aber ich hätte ihn schon noch ganz gerne. Wo ist er denn hin? Lol, okay. Also ich muss mir auf jeden Fall keine Gedanken machen um irgendwelche Reichweiten oder sowas, weil ich glaube, werfen kann er. Hör doch auf. Hä? Ist der zu groß? Nee. Give me this. Give me your soul. Und jetzt einmal. Ich hau den kaputt. Alleine schon durch dieses präzise Werfen bin ich immer wieder dazu versucht, wirklich den ganz normalen Speer zu nehmen und nicht irgendwo ihn einzupfählen, aber ich würde den schon noch ganz gerne dahin hängen. So. Da das hinter sich. Übrigens das Lied, was jetzt gerade im Hintergrund läuft, einfach vom Soundtrack her, finde ich übrigens super geil. Das ist ja schon eine ganze Weile hier ist. So, hier war das, was wir aufgemacht haben. Und dann kam ich irgendwann an irgendeinem Punkt nicht mehr weiter. Und ich glaube, das ist dann der gute Punkt. Dann man fällt runter. Hier war auch nochmal ein Kampf. Und irgendwo kamen dann so diverse Gitter, wo ich nicht durch... Ah, okay. Aber bei den ganzen Schnellreisepunkten, da bin ich ja mal gespannt, was das alles ist. Das werden wahrscheinlich die verschiedenen Bosskämpfe sein und dann am Ende halt nochmal... Ach, du wieder. Hör doch auf. Arschloch. Macht der hier einen dicken Markierten? Ah, die Friedhöfe. Das, damit kann ich was anfangen auf jeden Fall mit dem Gebiet. Das ist nur die Frage, ob ich jetzt wieder zurücklaufe, weil so weit ist meine Orientierung dann auch schon, dass ich jetzt halt auch genauso gut wieder zurücklaufen kann. Das Gefühl kriege ich nämlich langsam. Dass ich irgendwo im Kreis gelaufen bin und dann jetzt gleich wieder beim Schnellreisepunkt angekommen bin, halt von Schnellreise zu Schnellreise, weil ich glaube, hier war ich auch schon... Oh Gott, nein, bitte nicht. Oder, warte mal...
wollte gerade sagen, dieses Treppenhaus kommt mir sehr bekannt. Ja, nee, fuck you. Das ist dieser Raum und das ist einfach der andere Schnellreisepunkt. Ach, ich hasse alles gerade. Jetzt bin ich einfach den ganz normalen Weg gelaufen. Wir haben heute richtig viel Fortschritt gemacht. Gottskündig. Was machen wir denn dann? Gehen wir nochmal zu. Portale finde ich cool. Ich gehe jetzt mal nicht in die U-Bahn. Doch, ich gehe in die U-Bahn, weil geht nicht anders. Wo bin ich denn gerade falsch abgebogen? Dann muss ich ja einfach schlichtweg in die andere Richtung. Oder ich gehe nochmal vom Anfang aus, weil einen Schnellreisepunkt scheine ich auch einfach übersprungen zu haben. Vielleicht den, der tutorialmäßig da steht. Dann gehe ich mal nicht durch die Tür, sondern gehe jetzt wirklich mal wieder zurück. Oh. Das wäre gut, wenn ich... Ja. Yeah. Gucken wir mal, dann kriegen wir zumindest nochmal ein Herzteil. Auch wenn es kein Herzteil ist, aber es erfüllt seinen Zweck. Ziemlich genau denselben. So. Da hoch. Und einmal verwandeln. Da haben wir den zweiten. Seht ihr, jetzt kann ich mittlerweile dann auch wirklich die Augen offen halten nach so einem Zeug. Das war eine gute Kombo, ey. So, mehr Seelen als nötig brauche ich ja jetzt nicht unbedingt einsammeln, falls sie sich nochmal benötigen sollte in der Welt. Gut, dann nehmen wir halt die Tür. Ah, die andere, fuck. Ja. Gut, aber ich weiß ja jetzt zumindest, wo das Treppenhaus ist. Ja, auch bei der, in der Nähe von dem Punkt tatsächlich, also von daher geht das schon. Mir ist nur gerade wieder eingefallen. Wir haben ja theoretisch den Weg neben dem Treppenhaus, wo es so im Spiral runterging. Der würde theoretisch ja nochmal zu einem anderen Punkt führen. Vielleicht war da der Tempel. Das war mir jetzt gerade nicht so bewusst, aber gut. Okay, das ist die Versammlungsstätte, wo sie mich runtergeworfen haben. Ohne jetzt mal reinzuspringen, würde mich tatsächlich interessieren, ob da unten... Oh, hi. Dann direkt dieser Ort ist, wo ich wiederbelebt werde, immer wieder. Da kann ich rein. Ist jetzt die Frage, warte mal, bist du vielleicht ein Schnellreisepunkt, den ich freischalten kann? Ist das immer so ein Ding? Zumindest ein Punkt. Ah. Okay. Ja, okay, der Strudel, das macht natürlich Sinn. Kann man sich aus den Symbolen ja immer einigermaßen herleiten zumindest, aber das macht Sinn, dass der dann hier ist. Das ist auch dieses Herleiten, so dieses generell für sich selbst die Welt verstehen, funktioniert hier sehr, sehr gut. Wenn er gibt einem immer wieder Hints, man erklärt, also die große Stimme da, die erklärt einem ja auch einiges, aber ist jetzt nicht so, als würde er ihm alles klipp und klar erklären, also Schnellreise musste ich für mich ja quasi irgendwie, also diese Tore verzehren den Raum, ja. Aber wie sie im Endeffekt funktionieren, das musste ich mir ja irgendwie zurechtreimen. Bin ich gar nicht mal verkehrt, weil dann bleibt es halt auch eher nochmal im Kopf, als wenn es einem in irgendwelchen Tutorial-Boxen 20 Mal erklärt wird. Das, meinst du das mit der Versammlungsstätte? Einfach mal killen.
komme ich ja trotzdem dann nicht durch, oder? Oder komme ich durch die Tore so auch durch dann? Und glatt versucht, das zu probieren. Oh, hey. Okay. Dann hier vielleicht jetzt einmal durch. Nee. Das funktioniert tatsächlich nur bei Gittern und sowas, nicht bei Toren. Aber hier funktioniert's und ich habe auch ein Energieteil direkt. Reingeteepost wie ein Profi. Zack. Dann sind es nur noch zwei. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall in der Stätte. Mal schnell wechseln, bevor der mir nochmal was kann. Okay. Jetzt kriege ich ganz krasse Prince of Persia Vibes. Burn, baby, burn. Vampir Inferno. Wenn die unter irgendwas festhängen, ist immer blöd. Ein richtiger Ausfallschritt jetzt gerade. Hör mal auf. So, da geht er K.O. und rein da mit dir. Hier funktionieren die Türen so. Dass man Gegner killt und dann gehen sie auf. Gute alte Videospiel-Logic. So. Bevor wir jetzt zu dem Kollegen gehen, würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal am Ende angelangt. Ich habe den Tempel gefunden. Es geht jetzt langsam in die Richtung Prince of Persia. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Und wir sehen uns dann morgen bei Soul Reaver auf Persia. Entschuldigung, ich höre damit auf. Oder bei einem anderen Projekt. Bis dahin noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.